Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, ja, wo bin ich eigentlich? Ich hab's vergessen. Das ist schon wieder ein bisschen her, wo ich zuletzt. Oh, mein Zauber ist verflogen. Wo ich zuletzt Oblivion aufgenommen habe. Was müssen wir machen? Wo bin ich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, hier, laufende Mission, die Weisheit der Alten. Ich habe die Festung Bulwark gefunden, ich muss hineingelangen und den Schild zu... Genau, wir suchen ja aktuell gerade diese Reliquien von diesem einen Kreuzritter-Heini, damit wir dann, wenn wir alle Sachen beisammen haben, so einen anderen Heini besiegen können. Und jetzt suchen wir das Schild und deswegen sind wir wohl hier drin. Ja, genau, in dieser Festung Bulwark oder wie auch immer. So, Moment mal ganz kurz, ich muss mich erstmal orientieren. Oh, da ist noch ein Weg. Und dort hinten, was ist da noch? Ich schätze mal, aber das E geht's nicht weiter. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Ach du meine Fresse, was ist denn das? Oh je, Moment mal, das gucke ich mir sofort an. Oh, was war das? Moment mal ganz kurz, kann ich den Hebel auch von da aktivieren? Ich hätte hier die Kinesi. Moment mal ganz kurz. Ich will es mal testen. Ist jetzt gerade nur. Oder habe ich nicht Telekinese? Boah, ich weiß es nicht. Aber das wird schon hier irgendwo sein, oder nicht? Ich muss mich jetzt gerade noch mal ein bisschen reinfinden. Nö. Ich weiß auch, dass ich glaube ich noch mal. Doch mal, glaube ich, ein Genese-Zauber. Nein, das ist falsch. Gekauft habe, oder? Auch nicht. Das wäre jetzt witzig, wenn das gehen. Hier! Und nun? Nee, funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Egal, komm, wir gehen jetzt einfach dann hin. Den richtigen Weg. Und nun. Was nun? Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja schlecht jetzt wissen, welche Reihenfolge ich da laufen muss. So. Ich aktiviere auch nicht alle. Alle nacheinander aktivieren. Das Komische ist, manche Platten hören sich anders an. Der nicht. Der hört sich ein bisschen anders an. Der hier? Ach so, ich glaube, ich muss einfach nur die richtige Reihenfolge wählen, oder? Aber wie rum? Hm. Also warte mal, da, da, da und da. Ah! Ja, let's go. Okay. Oh, da haben wir aber auch schon einen Gegner. Aber nur was für, welcher wird das sein? Was ist denn das? Was ist denn hier los? Bitte befreit mich. Ja, mach mal halblang. Wer bist du überhaupt? Was ist das hier? Ich würde erstmal hier den Totenbeschwörer beseitigen. So. Oder nicht Totenbeschwörer, sondern einfach nur Beschwörer an der Stelle. Dann ist noch ein Gegner. Da ist noch ein Gegner. Ich glaube, ich säuber lieber erstmal hier, bevor ich den Heini da raushole. Nicht, dass er mir irgendwie noch stirbt. Oder ist er unsterblich? Ich guck mal nach. Was ist das hier noch? Hm.
Warte mal, hier will ich mal aber reinschauen. Wir haben alle irgendwie Ringe dabei. Warum ist das eigentlich? Wieso haben die alle Ringe dabei? So, wer bist denn du überhaupt? Dich befreie ich erstmal halt noch nicht. So ein Ding ist das. Scheiße, den Zauber wollte ich gar nicht wirken. Ich wollte... den hier wirken. Aber das ist noch eine Tür. Ah, haben wir nämlich noch einen Beschwörer rumgammeln. Ja, am Tag! Wir haben irgendjemanden angelockt, ich weiß noch nicht wen. Oh Bruder, hier ist einiges los. Wo seid ihr? Ich bin weg. Ich war nie da. Ein Tag! Oh ja, komm, gib her. Kaputte Truhe, noch eine kaputte Truhe. Jetzt höre ich noch einen. Lasst es uns zu Ende bringen. Ach du meine Fresse, der ist aber hoffentlich nur beschworen. Ja. Ihr nicht sterben. Hab ich noch erwischt, ja. So, haben wir jetzt alle oder. Was ist jetzt hier Sache? Denkt ihr wirklich, diese Truhe hält mich auf? Ist ja lächerlich. Das ist ja aber noch größer als erwartet. Hier habe ich doch gerade Schritte gehört, oder nicht? Oi. Galerien der Mystische. Aha. Nichts Besonderes anscheinend. Hoffe ich. Das habe ich erstmal gerade eben voll die krasse Geschichte verpasst. Was ist das denn hier? Hier ist auch gar kein Gegner mehr. Bäh. Na wunderbar, hier haben wir auf jeden Fall noch jemanden. Ist da noch eine Tür? Nein. Oh, hier haben wir direkt zwei. Oh, ich glaube, wir sind vielleicht sogar schon am Ziel, oder? Sieht jedenfalls hier danach aus. Hm. Adept. Normaler Beschwörer, was ist denn da stärker? Er hier oder was? Ja, könnte man meinen. Bleib stehen. Bleib stehen, renn nicht weg. Oh, was haben wir denn hier? So, was haben wir das? Ach. Damit. Das ist nicht dieses komische Symbol von unserem Brustharnisch. Hier, das ne, oder? Nee, das ist nicht okay. Dachte nur gerade. Konnte es vielleicht sein. So, her mit dem ganzen Kram. Oh, guck mal einer an. So, aber hier ist nicht das Schild. Ach, guck mal einer an. Ah, aha. Doch, jetzt sagt bloß nicht. Ich muss die Statuen hier irgendwie drehen, dass sie sich alle anschauen. Und ich muss dann irgendwie auf dieser Plattform stehen. Ich ahne schon. Oder müssen sie alle diese Statue... Ich weiß es nicht. Lass mich raten, das ist der Fall, oder? Die drehen sich. Ah, wer hätte es gedacht? Sind hier alle falsch.
Oh, was ist jetzt? Achso, oh mein Gott, nein, das war mein Zauber, der hier jetzt gerade... ...verflogen ist. So, noch einmal... Ey, sag mal, wie oft muss ich den einen denn noch drehen? Ich muss den ja nochmal drehen. So, aber der Rest steht, glaube ich, richtig. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Keine Ahnung. Ich stelle mich jetzt mal dahin. Das war halt sogar wirklich richtig. So, ich glaube, jetzt können wir mal noch den anderen Heini holen gehen. Den habe ich natürlich nicht vergessen. Hey! Ich wollte nur ein bisschen den Weg frei machen, weil ich glaube, jetzt haben wir erstmal keine Beschwörer mehr als Gegner. So. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange sie mich hier festgehalten haben. Wer seid ihr? Ich bin Sir Tedrit. Ich kam hierher auf der Suche nach dem Schild des Kreuzritters und wurde von diesen Feiglingen überfallen. Seitdem halten sie mich hier gefangen. Was tut ihr hier? Ich wurde lange Zeit von diesen Schuften gefangen gehalten. Sie wollten wissen, wie man an den Schild gelangt und glaubten, ich würde ihnen helfen. Als ich mich weigerte, sperrten sie mich hier ein und ließen mich nur heraus, um mich zu foltern. Sie erfuhren nichts von mir. Könnt ihr mir helfen? Ich kann euch nicht begleiten, falls ihr das meint. Ich bin zu schwach, ich muss mich ausruhen. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich mich eurer Sache anschließen. Ihr müsst allein weitergehen, aber die Kenntnisse, die ich gewonnen habe, könnten für euch von Nutzen sein. Ja, und was weißt du? Bevor ich diesen Ort fand, erfuhr ich ein wenig über jene, die ihn angelegt haben. Er wurde geschaffen, um den Schild sicher und verborgen zu halten. In den Schriften, die ich fand, tauchte ein Satz immer wieder auf. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird der Julianus gewogen sein. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin überzeugt, dass es ein Hinweis darauf ist, wie man sicher durch diese Ruinen kommt. Ich habe es nur euch erzählt. Hoffentlich hilft es euch. Den Kram habe ich sogar schon ohne deine Hilfe rausgefunden. Also so, also komm. Also dass die Beschwörer nicht darauf gekommen sind, also... Das ist schon peinlich. Ich meine, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber das ist echt peinlich. Meine Fresse. Das ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich hier war, dass die Statuen in diese Mitte schauen müssen, dass sie alle in die Mitte schauen müssen und ich dann mich hier draufstellen muss. Also komm. Okay, also er ist dann gegangen, er kommt dann also nicht mit. Ich sehe mal hier noch keine Gegner. Ey, ich renne hier gerade einfach durch, ne? Wie so ein Irrer. Ich sollte mal vielleicht auf die Karte schauen, um zu gucken, ob nicht hier irgendwo was ist. Aber ich glaube nicht, ne? Hier war jetzt nichts. Nö. Was schon irgendwie irgendwo. Ui, guck mal einen an. So, in den Tiefen der Festung Bulwark habe ich eine Art Rätsel oder Falle gefunden. Ich muss herausfinden, was das bedeutet, um an den Schild des Kreuzritters zu kommen. Oh! Oh! Rotgards Stein? Nu. Und hier sind alle leer. Aber hey, immerhin mal ein bisschen rätseln. Ich sag aber immer wieder, wie es ist, nicht meine Stärke. Aber irgendwie werde ich das hier schon gebacken kriegen. Ja, und jetzt? Soll ich den Stein da rausnehmen oder was? So, meiner. Hä? Was war das denn gerade? Was war das? Habt ihr das gesehen oder bin ich jetzt... Hallo? War das jetzt gerade ein Grafikbug? Das war bestimmt ein Grafikbug. Hm.
Ich kann in den Steinwäscher nichts machen. Ich habe irgendein... Warte mal, wie viel sind denn das? Das schon wieder. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Da... Ach, Moment mal. Ich stehe auf der Platte. Und irgendwas taucht dann auf dieser Statue da auf. Und dann ist es wieder weg. Nein, geh mal weg. Hoch mit dir. Soll ich da den Stein reinlegen oder wie? Ja, gönn dir, Brudi. Wo ist der Stein hin? Rotgas Buch? Ja, jetzt bin ich aber... Okay, jetzt wird's aber kompliziert gerade. Was passiert hier? Und jetzt? Alter, ist das komisch. Wenn ich jetzt dahin gehe... Lass mich raten, ich soll das Buch reinschmeißen, dann kriege ich... Dann da jetzt ein Rubin oder was? Nö. Ich... Ganz ehrlich, ich weiß hier gerade nicht, was ich hier tue. Hab ich ein... Nö. Ja, hier, gönn dir. Ich weiß ja nicht, was ich tue hier gerade. Und nun? Da liegt ja wieder das Buch drin, oder wie? Nee, jetzt habe ich einen Edelstein. Hä? Ein Kelch. Oh, Rotgas, Edelstein. Da, jetzt friss. Jetzt habe ich den Schädel. Hä, aber den hatte ich doch. Das ist ja scheiß. Auf die Platte. Und krieg wieder den Edelstein zurück. Jetzt muss ich hier... Ich weiß nicht, was das hier soll. Jetzt krieg ich wieder dieses gottverdammte Buch reingedrückt. Ja, geh mal weg, Helm. Mal. Und nu? Ist ein Hammer. Moment mal. Stopp. Boah. Das könnte übel werden, glaube ich, wenn es das ist, was ich denke. So, pass mal auf. Der Schädel muss hier rein. Ich bin jetzt mal... Rotgas-Schädel. Zack. Ah. Ja. Ich sag ja, ich bin nicht der Hellste. Aber den Hammer, wo kommt der Hammer hin? Hier vielleicht rein? Ich weiß es nicht. War falsch. Scheiße. Wo kommt der Hammer hin? Hier vielleicht rein? Ja! Oh, gib den Edelstein her. Der kommt hier rein. So, jetzt. Jetzt ergibt es ein Bild. So, was haben wir jetzt noch? Denn der Stein kommt hier rein. Ja. Gönn dir. Das Schwert, schätze ich mal, kommt vielleicht hier rein. Oder so, keine Ahnung. Ja. Rotgas Helm war hier. So, das Weinglas war hier. Damit hätten wir doch alle. Nein, haben wir nicht. Das Buch fehlt noch. Genau, das kommt hier rein. So, dann ist das Ding komplett. Ja, jetzt lass mich weiter.
Danke. Oh mein Gott, Bruder! Alter! Dann bringen wir ein bisschen Licht hier in die Sache. So, da liegt ein Schild. Schild des Kreuzritters. Was haben wir da noch eigentlich so? Trank der Einsicht, was ist das? Intelligenz wiederherstellen. Ich nehme das Schild mal mit. So, ich habe den Schild des Kreuzritters wieder erlangt. Durch den Fund des Schilds Kreuzritters habe ich Sir Henriks Suche beendet. Ich sollte weiter nach den Reliquien suchen, welche die anderen Geisterritter finden wollten. So, Schütz. Ah, jetzt sind wir hier. Gut. Nein. Ach, scheiße. Jetzt bin ich runtergefallen. Weil ich wieder zu gierig war. Weil ich dachte, das packe ich schon. Mist nochmal. Ach, hier geht's ja direkt hoch, hoffe ich. Ach, Mann, Schnauze. Lass mich in Ruhe mit euren Scheißreilen. So, hier hoch. So, dann hätten wir auch das Schild. Jetzt, fehlt eigentlich nur noch... Was fehlt uns noch? Der Streitkolben, oder? Durch den Hund? Ja. Ja. Jetzt fehlt nur noch der Streitkolben. Und da lag ja meine Vermutung da drin, dass ich nur darüber komme, wenn ich Stiefel habe. Und die haben wir ja. Ja, da habe ich eh schon alles gelootet, war irgendwie auch schon logisch. Dafür müssen wir wohin? So, Seralvas hat mir erzählt, von Zenithas Streitkolben zu finden. Wo Zenithas Streitkolben zu finden ist. Um den Streitkolben wieder zu erlangen, muss ich zur Kapelle von Zenithar in Lea Wien reisen. In der Krypta der Kapelle muss ich am Schrein knien. Laut Sir Ralvas werde ich dann auf die Probe gestellt und mein Glaube wird mich schüren. Ja, dann, let's go, Lea Wien. Ganz nach unten. Schlückchen trinken. So, die Kapelle ist ja direkt hier. Ah, ich sollte vielleicht hier meine Handschuhe wieder ausziehen. Oh, und reparieren. Natürlich. Was macht eigentlich das Schild? Oha. 28. Genauso wie das niedrige Schild. Okay, ich dachte schon gerade. Wow, das ist aber ganz schön viel. Oh no. Ihr seid's. Ich habe von euch gehört. Ihr seid derjenige, der die Ritter der Neuen wieder aufleben lassen will, nicht wahr? Ja, bin ich. Und wer seid ihr? Mein Name ist Carodus Olin. Wie ihr bin ich ein Diener der Neuen. Um genau zu sein, des Zenithar. Ich kam auf der Suche nach seinem Streitkolben hierher. Doch ich konnte die Prüfung nicht bestehen. Ich bin eben... Kein Kreuzritter, aber das heißt nicht, dass ich Zenithar nicht trotzdem dienen kann. Angesichts der letzten Ereignisse habe ich mich gemeldet, um die Kapelle zu schützen. Ich bin recht geschickt mit der Klinge und bei meiner Ehre, ich werde den Neuen dienen, so gut ich kann. Erzählt mir eure Absichten über Zenithar. Von den ursprünglichen Göttlichen gilt Zenithar als derjenige, der die engste Verbindung mit dem Reich der Sterblichen hat. Laut manchen Legenden ist Zenithar eng mit Kynaret verbunden, eine Vorstellung, die durch die Interaktion der Reiche der beiden Götter gestützt wird. Handwerker, die Zenithar treu ergeben sind, können aus den Materialien, die Kynarets natürliche Welt ihnen liefert, ihre Werke schaffen und davon profitieren. Die beiden arbeiten in Harmonie. Die natürliche Welt sorgt für den Handwerker. Man kann Zenithar nicht verehren, ohne die Macht Kynarets anzuerkennen. Ja, keine Ahnung, was ich denn da eigentlich fragen will. Ich drück's einfach mal. Wie steht's mit euch? Ich bin in Chardinal aufgewachsen. Mein Vater war ein Schuster, meine Mutter eine Akolytin Zenithars. Sie hatte sich alles selbst beigebracht und gehörte nicht zur eigentlichen Kapelle.
Sie kamen beide bei einem Unfall ums Leben, als ich noch jung war. Ich wurde ein Mündel der Krone und in den Dienst der kaiserlichen Armee eingezogen. Nachdem ich 2 Dienstzeiten damit verbracht hatte, auf Stross Mackay zu patrouillieren, quittierte ich den Dienst, um in Gedenken an meine Eltern mein Leben zenitar zu weihen. Was könnt ihr mir über den Streitkolben sagen? Die Legenden besagen, dass, als Pelinal Weißplanke von den Eileiden erschlagen wurde, ein Bote den Streitkolben als Nachricht zur Menschensiedlung Leavin brachte. Jahrhunderte später erbaute der heilige Kaladas, der Handwerksmeister, die Kapelle des Zenitar in Leavin, um der Legende zu huldigen. Als man den heiligen Kaladas zur Ruhe legte, begannen jene, die an seinem Grab zu Zenitar beteten, Visionen des Streitkolbens des Kreuzritters zu sehen. Was kannst du mir sonst noch darüber sagen? Die Legenden besagen, dass, als Pelinal Weißplanke von den Eileiden erschlagen wurde, ein Bote den Streitkolben als Nachricht zur Menschensiedlung Leavin brachte. Jahrhunderte später, den heiligen Kaladas zur Ruhe legte, begannen jene, die an seinem Grab zu Zenitar beteten, Visionen des Streitkolbens des Kreuzritters zu sehen. Ah, was kannst du mir über Zenitar noch sagen? Von den ursprünglichen Göttlichen gilt Zenitar als derjenige, der die engste Verbindung mit dem Reich der Sterblichen hat. Laut manchen Legenden ist Zenitar eng mit Kinaret verbunden, eine Vorstellung, die durch die Interaktion der Reiche der beiden Götter gestützt wird. Handwerker, die Zenitar treu ergeben sind, können aus den Materialien, ja, die beiden schon... arbeiten in Harmonie. Hatten wir auch schon, okay, ja, schön. Wiedersehen. So, und nun muss ich da runter, anscheinend. Ich werde mal jetzt aus Spaß gerade... Achso, hab ich doch gemacht. Ich war doch schon am Wegschrein von Kühnerät. Was soll das denn? Und das Witzige ist, Julianus hat auch so ein Art Zeichen hier. Was wir vorhin auch in der Ruine hatten. Gut, ich würde jetzt hier den Part beenden, meine lieben Freunde. Und dann sehen wir uns einfach hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Oblivion. Und dann holen wir uns den Streitkolben. So, dann macht euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut. Ciao.